Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Alex. Also nicht Alex, sondern Alex mit I. Und Alex schreibt auch eine E-Mail für uns. Nämlich schreibt er sie, wahrscheinlich er, ne? Ich habe es, glaube ich, letztes Mal bei Alex auch falsch gehabt. Da war es nämlich eine Alexandra. Ja, falls ich jetzt falsch liege, sei mir bitte nicht böse. Auf jeden Fall schreibt er: Hallo Dandy. Ich schaue schon seit Dezember deine Zoobesichtigung an und es ist immer schön, mit dir zusammen neue Zoos zu erkunden. Deswegen habe ich beschlossen, dir auch mal einen unfertigen Sandbox-Zoo zu schicken. Ich bin mit zwei Bereichen sehr weit, es sind aber noch zwei weitere geplant. Mit denen habe ich aber noch gar nicht angefangen. Daher ist der Zoo mit 8 Tierarten auch nicht sonderlich groß bisher und man sieht noch die offenen Enden. Besonders habe ich übrigens auf die Gestaltung mit Pflanzen und Stein Wert gelegt. Und oft habe ich mich von dem YouTuber Mike Sheets inspirieren lassen. Wer seine Inhalte kennt, entdeckt da bestimmt etwas ganz Spezielles am Ende des Tropenhauses. Bis auf die toten Reptilien und die Schrift am Tropenhaus ist alles von mir selbst und nichts vorgefertigt. Auch wenn vieles noch nicht kann, was Architektur betrifft. Wait, der Satz ergibt irgendwie nicht so Sinn, oder? Auch wenn vieles nicht kann, was Architektur betrifft. Irgendwas mit... Wahrscheinlich, dass du es mit der Architektur noch nicht so drauf hast oder so. Keine Ahnung, kann auch sein, dass du irgendwas anderes meintest und da irgendwie ein Wort vergessen hast oder sowas. Naja, ist ja auch egal. Vielleicht haben du oder deine Zuschauer ja noch ein paar Tipps parat. Ganz liebe Grüße, deine Alex. Okay, damit hat sich soeben beantwortet. Es tut mir leid, dass ich eher gesagt habe, natürlich eine sie. Alex, vielen Dank fürs Einsenden von deinem Zoo. Der heißt übrigens laut Speicherstand Semper e Ubique. Schwieriger Name, aber seht ihr ja auch im Titel. Und ich würde sagen, genau den besuchen wir jetzt. Und damit sind wir schon da. Ich habe auch relativ gute FPS noch, mit 50 sogar, richtig krass. Die Besucher sind auch noch eingeschaltet, aber du hast ja auch schon geschrieben, nur 8 Tierarten und ein relativ kleiner Zoo, aber das macht ja nichts. Den Eingangsbereich hast du auf jeden Fall abgerissen und hier was ganz Eigenes hingebaut, was ja schon mal sehr vielversprechend aussieht, eine Höhle. Ah, das gefällt mir. Du hast schön die verschiedenen Felsen so ein bisschen kombiniert. Dann auch hier schön ein bisschen mit Pflanzen bepflanzt. Das sieht schon cool aus. Hier ist auch Beleuchtung. Das hättest du vielleicht noch ein bisschen im Boden versenken können. Das sieht da so ein bisschen... Aber ich bin gespannt, wie das aussieht bei Nacht. Müssen wir eben dran denken, weil du hast auf beiden Seiten so einen Scheinwerfer hinplatziert. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, wie die Scheinwerfer da liegen, aber ansonsten halb so wild. Wir gehen mal rein. Ich finde das hier echt schön. Hier sind auch überall Scheinwerfer drin. Finde ich auch gut. Weil so eine Höhle, die nicht beleuchtet ist, ist halt nicht so cool. Gott, ich hoffe, das sind nicht zu viele Gäste. Ich habe lange kein Zoo mehr bewertet, wo auch andere Gäste waren. Na, gehen wir mal ein bisschen schneller. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Höhle hier. Ein sehr schöner Eingang. Oh. Semper e Ubique. Da seht ihr auch nochmal den Namen. Ist wahrscheinlich auch französisch, gehe ich mal von aus. Bonjour. Une baguette. Ein schöner Wasserfall. Gut, hier sieht man leicht die Düsen noch. Aber auch sehr schön gestaltet. Hier auch wieder schöne Lampen eingebaut. Das finde ich sehr cool hier mit den Kugeln, was du hier gemacht hast. Das hast du da hinten auch gemacht. Sieht bestimmt bei Nacht richtig schön aus. Auch ein schöner Zaun da im Hintergrund. Und auch direkt Toiletten, um dann die glücklich zu machen. Perfekt. Fühle ich mich gleich wohl. Auch ein sehr schöner Mitarbeitereingang. Eine Information, auch wichtig für den Eingang. Sieht auch sehr süß aus, das Häuschen davon. Ich finde das mit den Felsen hier echt schön und dem Wasserfall. Allgemein der Eingangsbereich ist sehr schön ausgearbeitet und auch sehr sauber gearbeitet. Sieht sehr einladend aus. Da gehen wir jetzt auch hinein. Sind auch, glaube ich, nicht zu viele Menschen. Es geht noch. Die sehen alle so cool aus. Der hat so einen coolen Bart. So, wo sind wir denn jetzt? Oh, okay, das geht ja sogar. Es sind 6 Schilder. Erdferkel, Galapagos, Riesenschildkröte, Tropenhaus, chinesisches Schuppentier, Aldabra und Affenhaus in Planung. Ich glaube, wir gehen erstmal links, weil das Tropenhaus ist wahrscheinlich so dann der grüne Abschluss. Weil du meinst ja, am Ende des Tropenhauses sehen wir irgendwas, was uns auf jeden Fall an den Baustil von Mike Sheets war, ne? Erinnert. Auch ein sehr guter Planet Zoo-Bauer. Also wenn ihr englischsprachigen Content mögt, schaut da gern vorbei. Cooler Typ. Oh, das sieht echt schön aus hier. Der Wasserfall ist cool. Die ganze Klippengestaltung ist cool. Hier vorne einen eigenen Zaun gebaut mit Baumstämmen. Gut, die Blätter hier hängen vielleicht ein bisschen sehr rüber. Also ich glaube, das hättest du noch ein bisschen weiter reinmachen können. Was ist denn hier für ein Gehege? Ach, hier ist das Schuppentierchen. Schau mal hier von oben. Da ist es. Aber die Leute drängeln sich ja alle in den Weg, weil sie es auch sehen wollen. Sehr schöne Gehegegestaltung auf jeden Fall.
Ein paar Höhenunterschiede drin, wieder diese coolen Lampen. Tolle Felsarbeit, zwei Wasserfälle, was will man mehr. Sieht echt super aus. Schön bepflanzt. Cooles Gehege. Gefällt mir. Auf der anderen Seite ist auch was. Jetzt gar nicht gesehen. Auch eine coole Barriere, die du hier gebaut hast selber. Sieht voll interessant aus. Wow. Cool. Das sind auf jeden Fall Flamingos. Oh, das sieht ja auch toll aus. Hier hast du auch so einen eigenen Unterstand gebaut mit so Glas. Und diesen, was sind das? Sind das Hexagons? Ich weiß es nicht. Hexagons, Pentagons. Ich glaube, das hier sind, ich weiß es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Hexa müsste ein Sechsecken sein. 1, 2, 3, 4. Das ist ein Hexagon, okay. Pentagon ist, glaube ich, 8, ne? Keine Ahnung. Aber wieder auch cool mit den Lampen hier. Da bin ich echt gespannt gleich bei Nacht. Das sieht echt interessant aus. Sehr cooler Baustil. Wow. Habe ich so auch noch nie gesehen. Hier so ein paar simple Hütten. Ah, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Sind zwar sehr simpel gehalten, aber hast du noch ganz schön gemacht. Hier mit so ein paar Schildern dran als Deko. Geldautomaten. Oh, hier ist noch Rohbau. Affenhaus. Okay. Da bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Hast aber auch leider kein Update eingereicht. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Oh, hier sind auch schöne Lampen. Hier ist die Schildkröte. Oh, wie schön. Das sieht hier auch sehr schön aus mit den Felsen. Das ist hier so, wie so eine kleine Treppe hochgeht für die Schildkröten. Die haben ja auch nicht so große Beine, ne? Hier ist wieder so ein Wasserfall. Und dahinter ist der Mitarbeiterweg. Ist eigentlich ganz cool, so die Idee da, das dahinter zu verstecken. Natürlich sieht man, ey, sie kommt direkt mit ihrem Kopf davor. Natürlich sieht man dann so ein bisschen die Rohbauten und so die Mitarbeitereinrichtung. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr verdecken können. Aber ansonsten finde ich die Idee cool. Diese Lampen sind überall. Das hast du echt komplett durchgezogen. Hier kann man übrigens komplett drumherum laufen. Das Flamingo-Gehege. Hier geht es aber auch, glaube ich, gleich noch rein. Da vorne machen wir gleich noch. Das ist ein Kreis hier, ne? Ja, das ist ein großer, großer Platz und ein Kreis. Das sind auch noch mal ein paar Läden. Was ist das hier? Ach, das sind Toiletten. Okay. Nochmal schön versteckte Toiletten. Ja, du hast auch sehr viel Liebe zum Detail. Du hast alle Bordsteine abgesteckt. Das ist wirklich schön gemacht mit den Klippen. Das sieht toll aus. Hier sind auch wieder Schildkröten. Und viele Wasserfälle, das gefällt mir. Die sehen auch alle ziemlich gut aus. Also der sieht auch wieder cool aus vom Plätschern. Sehen auch alle anders aus vom Plätschern. Also sehr interessant. Bin echt auf die Nachtbeleuchtung gespannt. Weil überall sind diese Kugellichter. Die hast du echt überall eingebaut. Oh, da geht's, glaube ich, zum Truppenhaus. Wir gehen jetzt aber erstmal hier durch das begehbare Gehege. Das finde ich übrigens auch sehr cool, was du hier gemacht hast. Das sieht nice aus. Das ist eine schöne Kombination aus diesen... Boah, wie heißt denn dieser Boden noch? Ich weiß es nicht. Und den Holzstämmen. Das sieht echt cool aus, der Weg. Also ein selbstgebauter Weg. Das ist super interessant. Kann man dann ins Flamingo-Gehege rein. Achso, hier geht es nur einmal so zurück. Okay, ich verstehe. Ich dachte, die wären vielleicht verbunden, die Wege. Wir gehen jetzt einmal den Kreis komplett. Und dann gehen wir gleich zum Truppenhaus. Was haben wir denn hier? Ach, Erdferkel. Ach, da ist es ja. Ich habe es erst gar nicht gesehen. Auch süße Tiere. Auch ein sehr schönes Gehege. Ich finde die Idee echt cool, dass du hier so einen riesigen Kreis gebaut hast mit Klippen um Zäun sozusagen und dann ganz viele Wasserfälle. Das sieht schon nice aus. Das gefällt mir. Ja, hier vorne ging es aber auch noch irgendwo rein. Wait, hier war das, ne? Aber man verliert schon echt ein bisschen die Übersicht manchmal, wenn so viele Gäste hier sind. Hier kann man dann auch noch mal rein und die Flamingos beobachten. Cool. Gefällt mir. Eine ganz tolle Atmosphäre hier in deinem Zoo. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Was haben wir hier gesehen? Schuppentier haben wir gesehen. Riesenschildkröte haben wir gesehen. Galapagos-Schildkröte haben wir gesehen. Erdferkel haben wir gesehen. Ich glaube, es geht nur noch zum Tropenhaus. Also ich glaube, das wird echt eine kurze Zoobesichtigung, aber das macht ja nichts. Klein, aber fein, sage ich ja immer. Ja, bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Macht richtig Spaß. Und du kannst den Zoo ja auch auf jeden Fall noch weiterbauen. Ja, hier ist auch schon so ein Waschbeckenansatz. Also hier fehlt, glaube ich, noch ein Spiegel und so ein paar mehr Details. Hier sind auch wieder Lampen untergebracht. Oh, okay. Ist auf jeden Fall ein riesiges Gebäude, so wie es aussieht. Auch schöne Deko hier. Oh, mit den Elefanten. Auch schön bepflanzt. Hier wieder ein Wasserfall. Wow, du hast so viele Wasserfälle gebaut.
Bin ich ja ganz großer Fan von. Mag ich super gerne. Die Plätschern des Wassers finde ich auch persönlich total beruhigend. Von der Geräuschkulisse. Okay, die Brücke hätte man natürlich auch noch selber ausschmücken können. Ich finde immer dieses Standardgeländer nicht ganz so schick. Aber ja, halb so wild. Muss man nicht machen. Hier ist dann nochmal ein großer Plaza. Können die nochmal essen, trinken, die Leute. Toiletten. Also Toiletten hast du auf jeden Fall ausreichend. Auch nochmal so ein Laden. Auch cool aus, der Baustil von dem Laden. Sehr moderner Baustil. Oh, hier geht's auch noch lang. Aber wir gehen jetzt erstmal rein ins Tropenhaus. Hier können die Mitarbeiter chillen. Tropenhaus. Oha. Sieht leider sehr eckig aus. Also da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen ausschmücken können. So. Vielleicht mit irgendwelchen ja, Säulen, Stützen. Ich weiß es nicht. Das sieht schon ein bisschen kastenförmig aus. Oh, die Schrift ist ja cool. Wie hast du das denn gemacht? Oha. Sieht anstrengend aus. Ups. Was ist denn das für ein Objekt? Ach, die Dinger sind das. Wow, wie smart. Damit so eine Schrift zu bauen, das ist sehr cool. Tropenhaus. Ah, schöne Musik auch. Tolle Atmosphäre. Und dann geht's hier hinein. Ja, hier fehlen auf jeden Fall ein paar Stützen und Stützpfeiler. Aber du hast ja auch irgendwas mit der Architektur geschrieben, das meinst du wahrscheinlich. Ja, ist natürlich ein bisschen unrealistisch, dass das hier hält, so eine Halle. Vom Dach her. Oh, was ist das? Das ist ja cool. Das ist so ein Skelett. Aber ich glaube, das hast du aus dem Workshop, ne? Das meintest du, glaube ich. Da ist auch Nebel und so. Richtig cool für die Atmosphäre. Wir gehen mal links rum. Da sind gerade weniger Menschen. Sieht schon schön aus. Alles schön bepflanzt. Hier ist auch sogar schon Gehege. Ein bisschen Glück kann man da durch das Gras schon die ersten Tiere sehen. Wer sind es denn? Ach, da. Nilwarane. Cool. Sowas mag ich ja auch gerne, wenn man die Gehege so gestaltet, dass man ab und zu so mal eine Stelle findet, wo man durchlooken kann. So wie hier. Finde ich mal ganz cool. Dann fühlen sich die Tiere auch nicht so belästigt. Auch Mitarbeiterweg auch sehr gut versteckt. Also der fällt gar nicht auf, wenn man sich nicht umdreht. Hier ist der Eingang ins Gehege. Können wir nochmal durchgucken. Gehen allgemein mal rein. Ja, schön gestaltet das Gehege. Schöne Höhenunterschiede hier drin, so minimale. Schön mit den Felsen auch gearbeitet. Wieder plätscherndes Wasser. Schön bepflanzt. Gibt es nichts auszusetzen. Sieht toll aus. So. Gut, hier die Wege, ne? Das hatten wir ja gerade schon. Das kann man natürlich alles noch ein bisschen schöner machen. Weil die Standardwege halt nicht so toll sind, wie ich finde. Auch wieder hier schön mit dem Nebel gearbeitet. Da hinten sehe ich schon den nächsten Wasserfall. Oh, hier kann man schon Krokodile sehen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist ja cool. Man kann hier oben von der Brücke runtergucken. Und hat eine richtig gute Sicht auf die Krokodile. Ich mag das auch, dass du hier so Klippen eingebaut hast in den Boden. Auch sehr schön aus. Wirkt es nicht ganz so langweilig. Aber auch ein schönes Gewässer. Wieder Plätscher, Nebel. Ja, das ist schon alles sehr toll. Oh, es ist ein Dino-Skelett. Diplodocus oder so. Wie cool. Da geht man dann unterm Hals durch. Das ist nice. Tolles Deko-Element. Auch wenn es aus dem Workshop kommt. Tolle Idee. Da hinten steht auch schon das nächste Skelett. Das müsste ein Brachio sein. Ja, Brachiosaurus. Hey, das ist mega cool. Vielleicht könnte man ja echt mal so einen Dino-Park oder sowas machen, wenn ich das hier sehe. Hier auch sehr schön bepflanzt. Sieht sehr dschungelig aus. Oder tropenmäßig. Cool. Das sieht auch toll aus hier. Richtig sauber gearbeitet. Bis auf hier das Flackern. Das ist aber ja nur so eine minimale Sache. Schöne drei Wasserfälle. Sieht super interessant aus. Auch schön mit dem Nebel, die Atmosphäre. Hier ist halt so ein bisschen Underwater Viewing. Und ist auch noch so ein... Das sieht mega nice aus. Was ist denn? Ist das ein Gehege? Ich glaube, das ist nur Deko, ne? Hammer. Das sieht voll cool aus. Auch hier schön die Unterwasserbepflanzung. Finde ich toll. Hier haben wir das nächste Gehege. Was haben wir denn hier? Ah, das sind Komodo-Warane. Macht ja auch Sinn, in einem Reptilienhaus nur Reptilien zu nehmen. So viel Auswahl hat man da, glaube ich, nicht im Planet Zoo. Da oben geht auch noch eine Brücke lang, oder waren wir da schon? Bin mir da gerade ein bisschen unsicher. Das ist voll groß hier, das finde ich mega cool. Hier geht's zurück zu den Krokodilen, wir gehen mal hoch. Einmal geschlängelt hier nach oben. Den Weg finde ich schon schöner als den anderen. Diesen Weg mag ich nicht so gern.
Finde ich irgendwie tropischer, ich weiß nicht. Oder auch so ein bisschen indisch ist, aber irgendwie von den Farben her passt der hier irgendwie ein bisschen besser, finde ich. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung. So, das ist hier der Brachiokopf, den wir unten schon gesehen haben. Wow, wie cool. Kann man sich da nochmal hinsetzen und nochmal von oben hinabgucken auf dieses wunderschöne Bauwerk. Ich glaube, ich habe in deinem Zoo mehr Wasserfälle gesehen, obwohl der ultra klein ist, als ich in vielen anderen Zoos zusammengerechnet gesehen habe. Das ist ja echt heftig. Aber Wasserfälle sind cool. Also, mach ruhig weiter so. Vor allem sieht jeder Wasserfall anders aus, den du gebaut hast. Das finde ich toll. So. Hier geht's zurück. Ich hoffe, ich habe mich nicht verlaufen. Das Wegenetz hier ist teilweise ein bisschen verwirrend. Aber ich glaube, ich mache das ganz gut. Das hier ist auch noch Leistenkrokodil. Das heißt, das Gehege ist relativ groß. Den haben wir vorhin schon gesehen. Aber auf der anderen Seite. Das ist ein mega großes Gehege, oder? Da waren wir vorhin, oder? Nee, warte mal. Gerade ein bisschen verwirrt. Wir gucken gleich nochmal von oben. Und natürlich bei Nacht gucken wir auch noch. Haben wir jetzt hier alles gesehen? Ach, wir schauen mal von oben, Leute. Bevor ich jetzt hier ewig rumgeister. Und das ist der Eingang. Das ist dieser wunderschöne Platz. Wie viele Wasserfälle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier auch noch einer runter. Oha, den habe ich gar nicht gesehen. 9. Aber jeder Wasserfall sieht anders aus. Die sehen doch alle echt gut aus. Entschuldigung. Hier ist auch noch einer. Also das scheinst du echt drauf zu haben mit den Wasserfällen. Hier auch. Oh mein Gott. Einfach zweistellig Wasserfälle hier schon gebaut. Hammer. Also wirklich ganz toll. Oh, hier ist er auch dekoriert. Obwohl das hier ein Mitarbeiterbereich ist. Oh, wie schön mit den ganzen Blumen und so. Das ist ja wundervoll. Also bau gerne weiter den Zoo. Der hat echt richtig coole Ansätze schon und einen richtig coolen Anfang. Ja, Ansätze kann man das gar nicht nennen, ne? Also der Bereich ist ja komplett schon ziemlich gut fertig. Braucht man, glaube ich, nicht mehr viel machen. Kannst ihn aber, glaube ich, noch ein bisschen größer bauen von den FPS her. Wäre auf jeden Fall möglich. Und vielleicht das Haus hier noch ein bisschen ausschmücken. Mit Säulen und Deko-Elementen und so. Schauen wir mal von oben. Oh. Ja, die Kameraführung ist hier immer in Gebäuden sehr schwer. Das Problem ist, man kann immer rauszoomen, aber nicht wieder rein ins Gebäude. Da haben wir es gerade nochmal. Das heißt, wenn ich zu weit rauszoome, dann bin ich draußen und komme nicht wieder rein. Bleiben wir mal so. Hier sind die Nilwarane. Hier sind die Leistenkrokodile. Hä? Können die hier auch noch unten drunter, oder was? Oder sind das zwei verschiedene Gehege? Ach, das waren Ganges-Gaviale. Okay, ich war verwirrt. Hier sind Ganges-Gaviale. Die habe ich nämlich vorhin gesehen. Und hier sind dann Leistenkrokodile. Das heißt, das sind hier zwei verschiedene Arten. Ah, okay. Deswegen war ich so verwirrt. Nee, hier ist nochmal dieses wunderschöne Bauwerk. Das ist echt toll. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist, was du meintest mit Mike Cheese. Oh, die Leute können sich da sogar raufsetzen hier. Das ist ja cool. Das ist sowas wie eine Bank. Wow, mega Idee. Da hast du halt so Bänke in den Boden gemacht, dass die Leute sich da draufsetzen können. Okay, das ist wirklich beeindruckend. Toller Zoo. Auch wenn er sehr klein ist. Klein, aber fein. Das trifft definitiv zu. Und jetzt schauen wir mal eben bei Nacht. Jetzt bin ich echt gespannt, wie sich diese Lampen machen. Machen wir mal Nacht an. Dann fliegen wir mal hier durch. Hier ist auf jeden Fall schon mal schön beleuchtet. Hier ist schön beleuchtet. Oh, die Lampen sehen ja schön aus, diese runden. Das ist ja cool. Die geben so ein bisschen fast schon indirektes Licht. Indirektes Licht ist ja immer schöner. Das sieht voll cool aus mit den Lampen. Das macht auch das Gehege nicht so hell. Also man sieht was, aber ich glaube, die Tiere fühlen sich dadurch nicht gestört. Das ist richtig die coole Idee, in Gehegen sowas zu benutzen. Ja, das ist mega cool. Und das hast du halt überall durchgezogen. Wow. Da gehen wir mal ins Tropenhaus, da bin ich auch mal auf die Beleuchtung gespannt. Guck mal, das sieht auch cool aus hier, die Ecke. Da gehen wir mal ins Tropenhaus. Ist auch alles schön beleuchtet. Natürlich hätte man hier noch so ein paar Wegelampen machen können. Also so Laternen, dass die Leute
ja, sehen, wo sie hintreten. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich mag übrigens auch diese Musik. Wie so ein Eingangsbereich. Ich finde das eher so, glaube ich, Tempelmusik ist oder so. Das ist gar nicht genau. Okay, gehen wir mal hinein. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall schön ausgeleuchtet. Die Skelette auch schön angeleuchtet. Ja. Überall Lampen an den Wegen. Sieht schon super aus. Hier bin ich auch mal gespannt. Oh, das sieht ja auch cool aus. Das hast du auch mit Scheinwerfern beleuchtet oder warum strahlt das so blau? Irgendwie hast du das schon gemacht. Man sieht das zwar nicht, aber es sieht cool aus. Das ist auf jeden Fall auch hier mein Highlight, glaube ich. Das sieht richtig cool aus. Ja, du hast wirklich solide alles ausgeleuchtet. Okay, das war's. Wow, richtig cooler Zoo. Dann machen wir mal wieder kurz Tag. Das war der Zoo von Alex. Eine Sie. Habe ich am Anfang leider falsch gemacht, aber hab's ja dann noch gecheckt zum Glück. Semper e Ubik. Alex, schreib mal, oder Alex, schreib mal gerne in die Kommentare, ob ich den hochladen darf und für andere zur Verfügung stellen darf. Weil das hast du gar nicht in die E-Mail mit reingeschrieben. Und Leute, jetzt schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Alex fandet. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, dann dürft ihr es gerne tun. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Bleibt gesund. Euer Dandy.